Hey Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde. In diesem Video passiert was richtig Krankes, denn ich muss euch unbedingt was zeigen. Und zwar heute findet ein krasses Ritual statt mit Lofty, mit Blackchick vielleicht noch, weil die müssen jetzt offiziell in den Clan eintreten, Freunde. Und ihr seht schon, ich habe da unten richtig viel gebaut. Der Turm ist auch fast fertig. Der wird auch beschützt von den Höllenbewacher. Freunde, ich musste kurz wegfliegen, weil hier geht auf jeden Fall die Party ab, ey. Oha, hier ist ja alles lila, hä? Wow. Das sieht ja richtig krass aus, aber oh Mann, wir brauchen auf jeden Fall ein Versteck hier irgendwo. Bro, die greifen uns hier alle an. Verschwinde, Junge. Ey, ich will meinen Zuschauern was zeigen, du blöder Quarz, Junge. Hau ab, ey. So, weg mit dir. Unser Ritual kann fortgesetzt werden. Jawohl, Freunde. Für die Höllenkrieger, für die Höllenkrieger. Ey, das sieht hier so nice aus, ne? Dann hat man hier so einen kleinen Besprechungsraum. Ich muss erstmal einen Goldapfel essen. Ey, wenn ich selber nicht... Oh, oh, da drüben ist ein böser Typ. Und wir müssen hier aufpassen. So, zack, man geht hier rüber. Das ist auch gar kein Problem. Wie gesagt, man isst hier einen Goldapfel. So, dann geht man hier rüber. Als Höllenkrieger ist das gar nichts, ja. Als Höllenkrieger schafft man das easy peasy, Leute. Nur die wahren Höllenkrieger schaffen das Ritual, Freunde. Aber das ist noch nicht das ganze Ritual. Es wird noch viel, viel mehr geben. Ich habe hier auch so Tische hingemacht, damit man sich hier hinsetzen kann. Falls zum Beispiel Lofty oder Blackjack oder vielleicht auch Alphastein irgendwas zu bereden haben, setzen wir uns hier hin. Und dann müssen wir vielleicht hier noch irgendeine Schutzmauer machen, weil sonst kommen die ganze Zeit diese Quasts und greifen uns an. Das wäre gar nicht gut. Ja, guck mal da drüben, ey, der Idiot rennt da schon rum. Ich warte jetzt erstmal, bis Rustik kommt, Freunde, dann sehen wir uns gleich wieder. Rustik! Hey. Rustik, Rustik, Rustik! Und, was? Hast du gut hierher gefunden? Was ist das? Wie, was ist das? Bro, hör, ey, du musst hier rüberlaufen, ein Ritual machen, du Idiot! Wenn du wirklich ein Höllenkrieger sein willst, musst du hier rüberlaufen. Au, 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 okay, die beißt mich auch. Ich bin auch nicht würdig. Oh, Mann. Da ist ein Gas. Ja, ich weiß, wir müssen aufpassen. Warte, ich erledige ihn für dich. So, komm her, Gas. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Oha. Sehr gut, Rustik. Ich hab die Base hier weitergebaut. Achtung, da kommt so ein Schwein. Warte, ich werde die fertig machen. Bam. Wenn du ein Schwein angreifst, greif nicht doch an. Nein, nicht die Bösen, nur die Bösen angreifen, nicht die Guten. Ach so, ja, das sind meine Freunde hier, die bewachen doch alles, Bro. Alter, was ist das hier? Bro, das wird alles noch richtig heftig. Guck mal, du kannst hier so durchgehen, dann hast du hier einen Weg und so. Und dann kannst du nach oben gehen. Bro, das sind hier alles Etagen und ich will, dass jeder vom Höllenkrieger-Clan ein eigenes Apartment hier in den Turm hat. Okay, aber Timmy, ich wollte mit dir reden noch. Über was denn, Rustik? Kann man hier nach oben gehen? Ja, okay, ja. Und zwar über die Höllenkrieger wollte ich mit dir reden. Ja, erzähl, Rustik. Ich bin immer auch dafür. Sag dir ehrlich, ich bin echt zwiegespalten. Die Sache, warum? Ist, ich war immer im Alpha-Clan, das weißt du. Ja. Ich habe Alphastein unterstützt und alles drum und dran, da was ich du weiß. Und ich fand die Alpha-Clan-Zeit super und alles drum und dran. Ja, aber ich habe gemerkt, wie alle auf dich alleine gehen. Also wie genau. Gegen dich kämpfen. Nein, Bro, ich dreh nicht durch. Ich mach das Gute. Ich will einfach nur unsterblich werden. Ich will Verwesung 100% erreichen. Dann kann ich endlich unsterblich sein. Wie die ganzen Zombies und so. Ja, aber okay, Verwesung hin oder her, aber... Ja. Was ist deine Mission sonst? Meine Mission ist, die YouTuber-Insel zum Besseren zu machen. Und all die, die gegen uns sind, werden vernichtet. Und ich hoffe, dass du dabei bist. Sei ich dir ehrlich, Russi, ich zähle auf dich. Aber guck mal, das Ding ist zum Beispiel, Sue ein Freund von dir oder nicht? Sue ist ein guter Kollege, der hat sich das hier angeschaut und der überlegt, sich auch beizutreten. Ehrlich. Was? Ja, ich habe mit Sue geredet und er meinte so, ja, okay, er schaut sich das mal an und so. Okay, und... Ja, deswegen. Und was ist mit den Himmelskriegern zum Beispiel? Himmelskriegern, die sind Noobs, ey. Die sind total durch, Junge. Die haben so viel... Die haben 10.000 TNT und denken, dass sie alles können, Junge. Hä? Oh, Freunde, wäre cool, wäre das, wenn wir Rustik als Partner hätten. Dann wären wir richtig stark. Weil er kennt sich richtig gut aus mit Tränke und so. Und er war ja eigentlich schon bei den Höllenkriegern. Aber ich habe ihn da eigentlich richtig gut gedeckt, auch wo die da was wollten. Was will dieses Piglin-King da? Okay, wir müssen auf jeden Fall die Base weiterbauen und Rituale machen, dass wir unsterblich werden, Freunde. Ganz wichtig. Und dann greifen wir die Himmelnoobs an. Und Lotus Loser Clan muss sich auch entscheiden, wo die stehen. Ich hoffe... Oh, das sieht richtig cool aus mit den Fenstern, ne? Da sieht man überall die Lava und so. Ich hoffe, Stu entscheidet sich richtig, Leute. Mir reicht's, Freunde. Ich will endlich mehr Leute im Höllenkrieger-Clan haben. Und deswegen werde ich erstmal schauen, wo die ganzen Leute sind. Ich glaube sogar... Oh, Lofty ist sogar da. Ah, sehr gut.
Lofty! Man gibt dir erstmal einen Goldapfel, weil du bist bei den Höllenkriegern, Junge. Wir supporten uns immer gegenseitig, das musst du wissen. So, ich werde erstmal meine Sachen hier nochmal um... Sehr gut. Lofty, ich sag dir ehrlich, folgendes. Du bist ja eigentlich bei den Höllenkriegern, richtig? Richtig. Und du hast ja auch schon bewiesen bei Banks und so, dass du es eigentlich echt drauf hast. Und das ist auch ernst meine. Das ist korrekt. Und ich habe viele Anwärter wie Odoman, Blackjack, dich. Aber ich muss endlich mit euch ein Ritual machen. Lofty, es geht nicht so weiter. Du kannst nicht immer so rumdümpeln hier und sagen, dass du bei den Höllenkriegern bist. Du musst wirklich genauso sein wie ich. Du musst ein richtiger Höllenkrieger sein, ey. Mit kompletter Mutation. Höllenkrieger. Ist das bei mir jetzt zu weit? Es ist zu weit, Lofty, aber... Was? Ich werde jetzt alle Höllenkrieger zusammentrommeln. Dann werden wir zusammen zur Base gehen. Du wirst die Base nochmal sehen. Die ist richtig krass geworden, Lofty. Wow. Also noch nicht fertig. Okay. Aber ich sag's mal so, man kann da auf jeden Fall schon einiges machen. Und Lofty, was auch passieren wird, du wirst richtiger Höllenkrieger werden, Junge! Yay! Yeah. Nice! Deswegen schreibe ich jetzt an alle an... Alle Höllenkrieger! Tut nicht weh! Das tut nicht weh, Lofty! Wir treffen uns in Paulberger Hills! Kommst du oder kommst du nicht? Natürlich, ich bin dabei! Dann let's go! Für die Höllenkrieger! Und nieder mit den Himmel-Noob-Clan, ey! Weil du bist ein Höllenkrieger und Höllenkrieger laufen nicht mit Diamantsachen rum! Weißt du, was passiert, wenn Diamant auf Lava trifft? Was passiert dann? Es verschwindet! Puff, einfach weg! Ja! Okay. Deswegen gebe ich dir einen Netherite-Barren. Ich habe noch ein paar. Da kannst du dir ein paar Netherite-Sachen damit machen. Ich gebe dir auch... Junge. Ja, ich gebe dir meine Timmys Treter. Ich hoffe, dass du die immer in Ehren ertragen wirst. Ich zieh die direkt an. Schau mich an, deine neuen Treter, das sind ja richtig cool. Geil, Junge, für die Höllenkrieger. Für die Höllenkrieger. Und ich gebe dir Schärfe 5 und Schlag 2. Und ich gebe dir ein Stack Raketen. Boah, geil. Und ein Amboss schenke ich dir auch noch. Die Gold. Oh, Junge! Die Höllenkrieger halten zusammen, merkt ihr das? So sieht's nämlich aus, Timmy, Junge! Du musst ihm Goldäpfel geben. Goldäpfel? Och, Mann! Okay, hier sind noch mal ein paar Goldäpfel für dich. Danke. Aber Totems. Ich geb dir einen Smaragd. Ein Smaragd? Warte, den tue ich direkt in die Ender-Chest rein, damit du unsterblich bist. Hier für euch. Hey, ich will auch! Hey, Diaz, let's go! Ich will auch ein Totem! Mal, noch einen, falls du einen verlierst. Ey, ich will auch ein Totem, hey! Ich hab doch eine Totem-Farm mit Banks. Ja, aber ich hab gar kein Totem, ey, was soll das? Ach so, hast du keine mehr? Ich hab keine mehr, nein, die sind alle draufgegangen. Oha. Doch, ich hab noch eine Schalker-Kiste, aber gerade habe ich keine dabei, Lofty. Jawoll, Totem! Für die Höllenkrieger! Oha, Ehrenmann, Bro, die werde ich direkt da reinpacken, hä? Voll nice. Sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, lasst abwarten, bis Blackjack da ist. Und dann gehen wir zusammen zur Höllenkrieger-Base. Yeah, let's go. Höllenkrieger. Komm raus, du Höllenkrieger. Juhu. Ja, hör, was soll das denn? Du freust dich ja gar nicht. Hey, Blackjack. Warum darf ich mich nicht freuen, wenn ich meine Dämonenfreunde sehe? Das hört sich voll sarkastisch an, Blackjack! Das war gar kein Elan drin, Junge! Ist so! Wie schaust du überhaupt aus? Du hast nicht mal Netherite! Alter, Blackjack, hör auf, mir Odi fertig zu machen, ohne mal fertig zu machen! Jetzt reicht's ja, Blackjack. Wir sind alle in der gleichen Gruppe. Ist so. Blackjack, wenn du willst, ich zeig dir auch die Base. Ich brauch dich eigentlich, weil das Ritual kann nur... Ich bin am Start. Ja, perfekt, dann starten wir direkt. Sehr gut. Okay, los geht's. Dann passt das ja. Dann komm mit, folgt mir alle. Wir gehen ins Nether. So, Leute, da sind wir doch schon. Was ist das denn für eine... Boah, was ist das für ein Schiff, Junge? Na klar, kommt mal lieber rein hier. Hier ist es sicher. Oh, den Gast schießt! Sehr gut, sehr gut. Achtung! Oh mein Gott. Ich erledige ihn! Erledige den! Hey, weg mit dir! Pass auf, hinter dir! Mach ihn fertig! Das sind die Leute, die das Ritual nicht bestanden haben, ey. Die drehen hier voll durch immer. Was? Ihr müsst aufpassen. Ist das deine Armee, oder was? Das ist meine Armee. Ihr könnt auch hochkommen. Freunde! Timmy? Ja? Pass mal auf, ich hab gesehen, du hast da hinten einen Enderkristall, ne? Ja, das ist korrekt. Aber warum ist der nur auf einer Seite? Ja, ich brauche noch einen zweiten. Hast du vielleicht einen? Ja, in jede Richtung brauchen wir einen. Ist so? Oha, er hat wirklich einen. Oha, das ist krass. Oha. Guck mal, ihr... Ein Geschenk. Wow. Ein Obsidian.
Bro, Ehrenmann, hä? Leute, oh, dieser Turm, der ist für uns alle. Jeder soll hier sein eigenes Apartment bekommen. Ob Alphastein, Lofty, Blackjack, Timmy oder auch Odoman. Jeder wird hier sein Apartment bekommen in dem Turm. Das wird der Höllenkrieger-Turm, ey. Das ist ja richtig geil, Junge. Bro, du kannst auch nach oben gehen, ne? Da ist auch noch hier ein bisschen Platz. Wir haben die Macht. Bro, wir hören hier alles anschauen. Das ist hier richtig gut, ey. Wir haben eine richtig gute Position. Die drehen nicht durch. Die mögen nur keinen Besuch. Vor allem mögen die keinen Besuch, der noch nicht zombifiziert worden ist. Das ist doch die Prüfung, die ich schon mal machen musste. Ja, eigentlich, Odoman, ich sag dir ehrlich, du wirst da eh nicht das machen, weil du bist unser Sprechrohr nach außen. Verstehst du? Ich bin der Botschafter, Junge. So sieht's aus. Ey, was greifst du mich an, hä? Das kommt davon. Okay, ich warte hinten. Easy, ich warte auch. Ich warte mal, ich bin der Erste. Aua, das Böse, Hä? Mach ihn fertig! Warte. Weg. Mach die fertig, ey. Lasst ohne Mann in Ruhe, Idioten, ey. Weg mit euch. So ein Ding ist das nämlich. So. Blackjack, komm mit zu dir. Ja. Blackjack, du willst doch ein Höllenkrieger sein, stimmt's? Was muss ich da jetzt machen? Naja, du musst da rüberlaufen und wenn du drauf gehst, fällst du in die Lava. So sieht's aus, Jungs. Genau. Okay. Na, traust du dich, Blackjack? Hä? Oh mein Gott, Blackjack. Blackjack macht hier richtig undercover. Dies, das. Er geht hier komplett rein. Wow! Oh, er hätte auch hier einfach. Er hätte durchjumpen können, ne? Das hätte auch runtergehen. Das hätte auch schief gehen können. Lofty, du bist dran. Komm schon. Lofty! 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 Komm schon, Lofty! Du musst es schaffen! Zieh durch, Junge! Du schaffst das! Komm schon! Okay. Ey, bitte, Lofty, bitte. Wenn du es nicht schaffst, ne? Das wäre jetzt echt mies, ey. Das wäre wirklich okay, mies. Okay, ich schaff das. Ja? Hey, was machst du da? Hey, das zählt nicht, du Schummler, Junge. Hey, wir wollen keine Schummler bei uns im. Lofty hält sich nicht an die Regeln. Geh nochmal rüber, Lofty. Okay. Und als Strafe musst du. Hey! Bestraft, du Sünder. Ist so, Junge. So sieht's aus. Du Sünder. Mach es richtig, Junge. Los. Du schaffst das, Lofty. Lofty, komm schon, Lofty. Komm schon, ja. Nein, Lofty. Lofty. Hä? Ich hab das. Wo ist er? Nochmal, der ist wieder. Ey, eine dritte Chance willst du, Lofty? Was ist denn los? Ich dachte. Ja, endlich, jawohl, für den neuen Clan, Höllenkrieger, Höllenkrieger. Sehr gut, Lofty, ey. Aber ich sag dir ehrlich. Ich muss schon sagen, dreimal ist schon arg viel Luft. Du hast das echt spannend gemacht, Lofty. Alle Grunddinger sind drei, weißt du doch, Mann. Du hast das richtig spannend gemacht, ey. Ich dachte echt nicht, dass du schaffst, Mann. Ich hab auch schon Angst bekommen, Lofty, als du aufgefallen bist. Das war echt knapp, Mann. Das sah echt richtig gefährlich aus. Aber du bist würdig, Lofty. Du bist jetzt einer von uns. Und einen von uns behandelt keiner wie einen Hund. So sieht's aus. So sieht's nämlich aus. Jawoll. Für die Höllenkrieger. Merkst du schon, dass du stärker geworden bist? Höllenkrieger. Ich bin der Stärkste, glaube ich, gerade. Ehrlich? Okay, pass auf. Wenn du wirklich stark genug bist, dann kannst du nämlich die tödliche Rose anfassen. Und wenn du keinen Schaden davon bekommst, dann bist du fast stärker als ich. Und da müsste man eigentlich mit dir Experimente machen, sag ich dir ehrlich. Vielleicht bist du dann schon unsterblich oder so. Okay, Lofty. Guck mal, ich zeig dir was. Immer wenn ich darüber laufe und ich will die Pflanze anfassen, weil ich will unsterblich werden, dann passiert Folgendes. Au, das tut weh. Siehst du, ich bin noch nicht bereit genug. Ich muss mehr Experimente mit mir machen. Aber vielleicht bist du ja stark genug. Vielleicht bist du noch ein Labor. Ja, vielleicht bist du der Auserwählte, Lofty. Lofty, tu es. Tu es, geh hin. Wenn du keinen Schaden bekommst, bist du der Auserwählte, Lofty. Tu es, Lofty. Lofty, Lofty, na? Was hast denn? Nein. Was mag denn hier? Nein, nicht Tuan. Tuan, bitte, ey. Wir wollen gar nichts machen. Was ist los? Was du machen hier, was du machen hier bei dir so, Höllensmaßbull? Ich bin Gärtner geworden, ich wollte jetzt kurz die Blume da hinten gießen. Ja genau, er wollte nur die Blume gießen. Kann ich da ganz kurz hingehen, bitte? Die Blume stinkt, die ist nicht gut, geh weg von denen. Thorn, du hast gar keinen Schaden bekommen. Dann muss ich die jetzt pflücken, damit die Erde nicht kaputt geht. Nein, die fassen du nicht an. Doch, fass die an, Lofty. Warum denn? Weil dann willst du sie anfassen, guck mal, was Timmy hier machen. Der will nicht nur über uns zu sick, der ist Maßbull. Hey, Thorn! Ja. Okay, was du machst hier? Du warst einmal gut da. Hör auf, immer diese Mist zu bauen, ey. Gut. Einfach klar zuerst und jetzt hier oder was?
Aber Tim ist doch der Höllenkrieger! Genau, Höllenkrieger! Das Maisbull. Von. Was? Schmalspur. Warum? Ja, genau. Nein, Lofti, du bist nicht Schmalspur. Ja, ich bin nicht Schmalspur, Tuan. Eben! Das ist eine Mutprobe, Junge, Lofti! Oh, oh. Was soll allein mutig sein? Die Blume ist nicht mal gegossen worden, die ist ja komplett trocken. Ja, das ist 100% Verwesung, Tuan. Das ist mein einziger alles, Mann. Ich zieh jetzt meine Rüstung aus. Tu es. Mach es, Tuan. Mach es, Lofti, los. Nur dumme Leute, fass die Blume an. Hey, was sagst du da? Oh mein Gott, der macht... Lofti. Oh mein Gott. Ich mach das jetzt. Los, fass sie an, los, bitte. Ich fass sie an. Wow, Lofti, was? Wie siehst du denn aus? Was du stinkst, Lofti? Mir geht's richtig gut. Was, Lofti? Du hast dich komplett verändert. Du siehst komplett rot aus. Du siehst. Warum? Und ja. Lofti! Irgendwie hast du rote Augen. In der Blume hier oder was? Lofti hat wirklich rote Augen bekommen. Berührt es lieber nicht. Nein, Tor, berühr die Blume nicht. Nein, ey! Was denn? Ey. Ach man, du hast die Blume kaputt gemacht, du Idiot! Wieso? Die ist doch nicht kaputt. Ja, aber die darf man nicht berühren, Mann. Ich habe keine Ahnung, warum die bei dir nicht macht. Das macht Tuan gar nichts. Digga? Jetzt habe ich dich, Tuan, hä? Was bist du? Jetzt aber, hä? Das kann doch nicht sein. Ey, ja, okay, alles gut, Tuan. Eine letzte Ansage noch. Bald werdet mir Timmy snappen, der Ansage gegen mich. Du bist ein Baby, Tuan. Das wirst du noch bereuen, dass du mir eine Ansage... okay, aua. Aua. Mach meine Base nicht kaputt, Junge. Wir müssen Timmy beschützen. Ist so. Mach deine Ansage, Tuan. Wenn ihr wollt, ihr könnt mich zu viert angreifen. Bringt nix. Na los, dann greifen wir ihn an. Alle auf ihn. Alle auf ihn drauf. Los, Leute. Wir kriegen ihn. Jawohl. Jawohl. Wieso passiert das? Ey. Hä? Ey, nein. Was ist hier los, ey? Wer hat die Pillager angegriffen? Nein, Lofti. Du hast die Pillager angegriffen. Nein, das war Tuan. Oh mein Gott, Tuan, Alter. Oha. Hey. Bro, nein, Tuan, ey! Nein. Der tritt ja voll durch, ey, der hat mir voll Schaden gedrückt, Mann. Mach die weg, mach die tot! Nein, mach die nicht tot, die sind eigentlich friedlich, Mann. Ich tot machen. Nein, aber die greifen uns an. Ja, die werden mich noch einmal schlagen, bin ich tot. Dann lass uns kurz wegfliegen. Ja, dann lass wegfliegen, los, Leute, wir müssen hier wegfliehen. Wir müssen weg hier, Evakuierung! Evakuierung! Weg hier runter, runter, hier landen, komm hier hoch, Aber vorbeilaufen kann ich, oder? Ja, vorbeilaufen geht. Kann ich dir wenigstens streicheln kurz? Nein, nicht berühren, ne? Du kannst, nee, laufen kannst du, darfst ihn nur nicht hauen. Ah, okay, warte, das teste ich, Du kannst, Timmy, du kannst tatsächlich sogar, wenn du möchtest, wenn dir das besser gefällt, den Obsidian jetzt abbauen, dann ist er freischwebend. Boah, das muss man eigentlich echt machen, das ist ja richtig krass. Soll ich das machen? Ich mach das. Komm. Aber nicht draufhauen. Okay, Lofti. Ja. Als Höllenkrieger darfst du das, Bro. Aber bitte hau nicht drauf. Ehrlich, die. Bitte nicht drauf. Oh, Lofti, nein! Lofti, du Idiot! Damit wir, ich wollte noch kurz mit dir reden. Unter zwei Augen. Okay, dann reden wir unter zwei Augen, Odemann. Okay. Timmy. Ja. Dann gehen wir hier rein in unseren Höllenturm. Schau mal. Das Ding ist, ich wollte heute schon zwei Leute anwerben. Okay. Ich wollte André anwerben und ich wollte Russik anwerben. Okay? Russik? Ja, der war schon hier, der hat sich alles angeschaut. Der ist eigentlich bestimmt. Ich habe noch alles gut gesprochen. Wir müssen den nur noch irgendwie Zucker in die Hand legen. So, vielleicht Zucker? So einen Netherite barren oder so. Sagen, wo die Base ist, weil das ist das doch zu gefährlich herzukommen. Ja, sag das doch. Ich hab noch ein bisschen Nether barren. Sieben Stück, aber ich will es nicht alle ausgeben für alle Leute. Die müssen sich auch ein bisschen bei uns beweisen, weißt du? Ich weiß. Deswegen müssen wir den Prüfungen geben, okay? Können wir machen, Odemann. Das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Ich werde das so weitergeben. Beauftrage dich damit, die Prüfungen zu absolvieren bei den Leuten, und wenn du selber der Meinung bist, sie sind gut genug, dann bringst du sie mir, okay? Okay, Deal. Aber keine Verräter, du haftest für die Leute. Keine Verräter, ich versuche keine reinzuholen, du weißt. Bro, wenn du Verräter reinholst, du haftest für die, das weißt du, ne? Aber wenn ich das nicht weiß, was kann ich denn dafür? Ja, ich sag's nur. Wenn da rauskommt, dass das von Anfang an ein unfaires Spiel war, dann gibt's Ärger, Odemann. Okay, Deal, Timmy, Deal.
Deal. So, ich werde auch die Tage hier noch mein. Ja? Ich werde noch hier die Tage das Schiff ausbauen. Okay, hier oben. Okay, oha, sehr gut, ja. Hast du ja gesagt. Das ist hier deins, das untere. Perfekt, dann das mach hier ein Schild hin, Odoman. Und dann baue ich da oben weiter. Dann kannst du hier alles einrichten, okay? Alles klar, alles klar. Dein eigener Höllenturm. Und du hast hier voll die gute Aussicht. Du kannst hier überall rausschauen. Ja, das stimmt. Ja, was ist, Blackjack? Ich habe eine coole Idee. Was hast du für eine Idee? Siehst du diese Teile, was hier überall rumlaufen? Ja, ich sehe die. Weißt du, was ich gut fände? Man kann die zähmen. Man kann mit Zetteln auf denen reiten. Ja, okay, das will ich sehen. Wenn du das kannst. Wenn du das kannst. Dann bist du wirklich einer der Guten, sag ich mal. Ja? Ich meine, wie geil wäre das denn, wenn wir durch die Lava auf diesen Dingern angeritten sind? Jawohl, das wäre super. Warte. Ach Mann. Wieso klappt das nicht? Ey, die sind ja voll OP. Ey. Hä? Ey, du triffst nur nicht. Hier. Ach so. Jetzt. Hier der Dulli. Die Frage ist halt, wie fangen wir die? Wir müssen hinbauen und dann einfach einen Sattel draufbauen. Ah, drauf reiten. Okay, das wusste ich nicht. Blackjack, dann hast du eine Aufgabe, so eine Farm zu machen mit ganz vielen von dem. Dann reiten wir damit rum, ey. Was? Hä, wie cool ist das denn? Das ist ja voll OP. Okay, und wir müssen auf jeden Fall Lofty die Sachen zurückgeben. Das ist auch noch wichtig. Aber das machen wir alles ein andermal. Wir sehen uns bald wieder, Leute. Mach's gut, Debbie. Tschüss, Leute.